Das Orgelporträt. Die Österreich-Kreienbrink-Orgel in Schwarzbach. Schwarzbach ist ein 450 Meter hoch gelegener Ortsteil der Gemeinde Hofbieber im hessischen Landkreis Fulda. Der Ortsteil Schwarzbach hat 476 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt nordwestlich von Hofbieber zwischen Gotthards im Norden und Langenberg im Süden. Urkundlich erstmals erwähnt wurde der Ort 1363, der bis 1802 zum fuldischen Oberamt Bieberstein gehörte. Im Zuge der hessischen Gebietsreform wurde die bis dahin im Landkreis Hünfeld gelegene selbstständige Gemeinde Schwarzbach in die neue Gemeinde Hofbieber im nunmehrigen Landkreis Fulda eingemeindet. Der Ort liegt eingebettet in die reizvolle und charakteristische Mittelgebirgslandschaft der Rhön. Die römisch-katholische Pfarrkirche wurde 1912 bis 1914 nach Entwürfen von Georg Kegel erbaut und ist der heiligen Maria vom Berge Karmel geweiht. Sie wird wegen ihrer für den kleinen Ort ungewöhnlichen Größe auch Rhöndom genannt und ist unter diesem Namen weithin bekannt. Beim Bau der Kirche wurde der Turm der Vorgängerkirche beibehalten und in den Neubau integriert. Neben einigen anderen Ausstattungsgegenständen wurde auch die Orgel aus der alten Kirche übernommen, die 1812 von Johann Markus Österreich aus Oberbimbach bei Fulda gefertigt wurde. Gleich zu Beginn gab es im Übrigen Streit aufgrund der Tatsache, dass sich der im unweit von Schwarzbach gelegenen Dorfe Almus ansässige Orgelbauer Johann Schneider als örtlicher Orgelbauer übergangen fühlte. Wir können davon ausgehen, dass die Empfehlung zugunsten der Firma Österreich von Michael Henkel, dem Stadt- und Domkantor in Fulda, ausging. Bekanntlich hat Henkel über Jahrzehnte gut und vertrauensvoll mit den Österreichs zusammengearbeitet und so manches Werk der Orgelbauerfamilie mit geplant, abgenommen und begutachtet. Ein kleines Präludium in H-Dur von ihm hat daher unser Orgelporträt eröffnet. Es folgen zwei Verse über den Choral »Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst« aus der Feder von Bachs Zeitgenossen und Freund Johann Gottfried Walter. Thank you.
Der Orgelbauer Johann Marcus Oestreich wurde 1737 geboren. Sein Vater Jost Oestreich war Schreiner und erlernte das Orgelbauhandwerk vermutlich bei dem Schreiner und Orgelbauer Johannes Bien in Blankenau. Aber erst als sein Sohn Johann Marcus ab etwa 1760 den Vater in der Werkstatt unterstützte, sind Neubauten der Oestreichs belegt. Es wird vermutet, dass Johann Marcus seine Ausbildung bei dem Frankfurter Orgelbauer Philipp Ernst Wegmann erhielt, aber belegt ist das nicht. Seine größten zweimanualigen Werke errichtete Johann Marcus Oestreich ab etwa 1780. Er verwendete hierfür einen typischen langgestreckten Prospektaufbau, der als sogenannter Oestreich-Prospekt in die Orgelbaugeschichte eingegangen ist. Zu nennen sind hier die großen Instrumente in Niedermoos, Detmold, Gemünden an der Wohra, Bigge im Sauerland und Stadt-Lengsfeld in Thüringen. Daneben baute Oestreich eine größere Anzahl meist kleinerer Orgeln mit einem Manual, hauptsächlich im Gebiet des Fürstbistums Fulda. Ab etwa 1800 fand Johann Marcus Oestreich tatkräftige Unterstützung durch seine beiden Söhne Johann Adam und Johann Georg, die zunehmend selbständiger agierten und später die Werkstatt aufteilten in den Bimbacher Stammbetrieb und eine zweite Werkstatt in Bachrhein, unmittelbar vor den Toren Fuldas. Das 1812 für Schwarzbach erbaute Instrument wird allgemein Johann Marcus Oestreich selbst zugeschrieben. Zwar kann auch hier die Mitarbeit von einem seiner Söhne nicht ausgeschlossen werden, doch ist bekannt, dass der Seniorchef bis ins hohe Alter in der Werkstatt mitgearbeitet hat. Er wäre also bei Fertigstellung der Orgel 75 Jahre alt gewesen. Dies ist durchaus vorstellbar, denn Johann Marcus Oestreich erreichte immerhin das gesegnete Alter von 95 Jahren. Zum Zeitpunkt der Erbauung hatte die Orgel 14 Register auf einem Manual und Pedal. Beim Wiederaufbau in der neuen Kirche 1914 wurde die Orgel allerdings sehr ungünstig auf die Seitenempore gequetscht, so dass sie optisch und klanglich kaum zur Geltung kam. Einige kleinere Veränderungen in der Folgezeit veränderten die Orgel in ihrer Grundsubstanz nicht allzu viel. Dies änderte sich leider 1978, als man die Orgel zunächst auf die Hauptempore versetzte, was akustisch sehr günstig ist. Allerdings hat man die Orgel damals auch, wie es in einer Inschrift auf der neuen Spielanlage heißt, restauriert. Diesen Begriff der Restaurierung sollte man im Zusammenhang mit den damals durchgeführten Arbeiten allerdings in Anführungszeichen setzen, denn es war ein de facto Neubau, bei dem nur wenige, vereinzelte Pfeifen aus der früheren Orgel übernommen wurden. 1791 wurde in Schwarzbach, nur wenige Schritte von der Kirche entfernt, Heinrich Joseph Wassermann geboren. Der begabte junge Mann war Schüler von Michael Henkel und Louis Spohr und wirkte nach Stellungen in Meiningen und Donaueschingen bis zu seinem Tode im Jahre 1838 als Violinvirtuose und Kapellmeister in Zürich, Genf und Basel. Von ihm stammt das folgende kleine Stück. Thank you.
1978 durch die Orgelbaufirma Matthias Kreienbrink aus Osnabrück im Wesentlichen erneuerte, ursprünglich aber auf Johann Markus Österreich zurückgehende Orgel in Schwarzbach besitzt 14 Register auf 2 Manualen und Pedal. Alle Klaviaturen haben die heute üblichen Umfänge, die Manuale demzufolge vom Ton Groß C bis zum dreigestrichenen G. Wir finden im Hauptwerk die Register Prinzipal und Rohrflöte 8 Fuß, die Oktave 4 Fuß, eine Blockflöte 2 Fuß sowie Sesquialter zweifach und eine vierfache Mixtur. Das Positiv besitzt gedackt 8 Fuß, klein gedackt 4 Fuß, Prinzipal 2 Fuß, eine Quinte, ein Drittel Fuß sowie eine zweifache Zimbel. Das Pedal, das bis zum eingestrichenen F ausgebaut ist, besitzt die drei Stimmen Subbass 16 Fuß, gedackt Bass 8 Fuß und Choralbass 4 Fuß. Dazu kommen die drei üblichen Normalkoppeln. Die heutige Österreich-Kreienbrink-Orgel in Schwarzbach ist ein solides Instrument, das den Erfordernissen in der heutigen Liturgie vollauf gerecht wird. Wie eine echte Österreich-Orgel klingt sie allerdings nicht, denn zu wenig weich und grundtönig ist der derzeitige Klang der einzelnen Register. Es wäre kein allzu großer Aufwand, hier ein wenig an der Intonation nachzufeilen, um ein wenig mehr Wärme und klassizistische Eleganz zu erzielen. Abschließend hören wir ein Nachspiel in G-Moll des in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hochberühmten Komponisten Christian Heinrich Rinck. Es stammt aus dessen seinerzeit weit verbreiteten Sammlung Opus 55.